Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ihr gekommen seid. Mega geil. Ja, wir sind Karl Marx, wir starten einfach mal und das erste Lied, falscher Beat. Nach kurzen technischen Schwierigkeiten geht's weiter. Ja, genau, das ist er. Das erste Lied, das richtet sich gegen den lieben Karl-Heinz Nehammer und alle Karl-Nehampel-Männer in der Politik. Ich wäre ein großer Fan davon, Nehammer zu enteignen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das Lied geht so. Du bist nicht lustig, auch wenn du es noch so sehr versuchst. Und auch für den Politikbereich leider auch nicht gut genug. Du bist nur ein reines Kommerzprodukt, das die Leere im Herzen zu füllen versucht. Der Konzept von Intellekt beleidigt mich, und das von einem aus der Arbeiterschicht. Und das von einem aus der Arbeiterschicht. Ich glaub, du hast noch niemals Hunger gehabt. Geboren mit dem goldenen Löffel im Arsch. Anzeigen. Vielleicht sollte man dich enteignen. Du willst uns anzeigen? Vielleicht wird man dich enteignen. Du kannst uns nicht leiden. Tja, dich kann niemand leiden. Du kannst uns nicht leiden. Kein Konzept von Intellekt, nur ein Gotteskomplex. Du glaubst, du hast das Recht, wenn man dein Ego verletzt. Du glaubst, es ist Gesetz, dass man sich dich gefallen lässt. Von einem verzogenen Kind, das gegen andere hetzt. Irgendwann erhebt sich deine Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölzchen nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst in nichts. Irgendwann erhebt sich deine Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölzchen nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst in nichts. Sorry! Eingestellt, ha! Willst uns anzeigen? Wir zahlen dir kein Schmerzensgeld. Kannst uns nicht leiden. Warum soll man nicht beneiden? Kannst uns nicht leiden? Tja, dumm gelaufen. Man sollte sich nicht von irgendwelchen ÖVP-Fuzis alles bieten lassen, oder? Vielen Dank. Ja, mega, mega cool, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid an einem Mittwoch. Und trotz der 18 Euro Eintritt, ich muss sagen, ich hätte es mir persönlich nicht leisten können. Danke! Yeah!